Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Und auch diese Woche wieder direkt da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, ohne groß Zwischenzeit verstreichen zu lassen. Das habe ich ja immer mal gemacht. Habe ich jetzt in diesem Fall wieder mal nicht gemacht, sondern wir steigen genau da ein, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir haben in der letzten Folge haben wir am Ende Fahrzeuge ersetzt auf den einzelnen Linien. Und zwar, okay, machen wir hier das tatsächlich nochmal diesen, den hier. Und auch Baumaterial, 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 was ist denn da? So. Und ihr seht, wenn man hier mal nach Alter sortiert, alle Fahrzeuge, also die Fahrzeuge sind alle relativ jung. Das Steinfahrzeug ist das älteste, ist aber auch in Ordnung soweit erstmal. Dann können wir ja mal nach Ertrag sortieren. Da haben wir immer noch Waldfrieden-Pasewalk. Das ist die neue Strecke, die wir letzte Woche gemacht haben. Die macht ziemliches Minus. Was aber klar ist, die ist ja neu. Das ist ein teurer Zug, es hat nur einen Waggon und der ist noch nicht mal voll. Also das ist ganz klar, hier, ihr seht, also dass die Strecke noch Minus macht, ist vollkommen in Ordnung. Und das wollen wir natürlich aber ändern, also die soll natürlich Plus machen. Das heißt, wir arbeiten jetzt erstmal daran, aber langsam, das machen wir ganz langsam, arbeiten wir jetzt erstmal daran, die Stadt, dass die Stadt drumherum wächst und, oder der Ort, das Dorf. Und das machen wir, indem wir noch ein paar infrastrukturelle Ergänzungen hier setzen. Wir machen das mal so. Würde das gerne so setzen, ungefähr. So. Nee, das war mir zu weit, obwohl, das könnte passen. Nee. So. So, genau. Und die letzte Verbindung, die machen die dann, hoffentlich. Auch nicht möglich, auch nicht schlecht. Auch nicht möglich, wieso denn das? Hä? Also das Geld habe ich. Jetzt. Komisch. Was war denn das wohl für ein Fehler? Naja. Ist ja auch wurscht. Und so, jetzt haben wir hier so ein bisschen Infrastruktur reingebracht. Was ich nicht möchte, ist dieser kleine Schniepel. Der kann weg. Wir hatten ja auf der Seite, hatten wir ja schon so ein bisschen was gebastelt. Da seht ihr auch hier, das ist auch, also das ist relativ viel davon ist neu. Ich habe es mir jetzt nicht genau alles gemerkt. Und das wird ganz gut zugebaut. Und ich denke mal, dass hier die Personenanzahl dann auch entsprechend noch steigen wird. In nächster Zeit. Wir müssten halt mal schauen. Wir sind ja bei den anderen Städten auch so ziemlich am Limit, was den Personentransport angeht. Ne? Also, da fahren einfach nicht mehr mit als. Also, mehr sind halt nicht. Mehr kommen nicht. So, und ich glaube, das liegt hauptsächlich auch daran, dass die Gewerbe und die Industrie zu wenig geliefert bekommt. Also die Industrie hier ist noch, glaube ich, ganz okay. Nachschubbewertung 82%, das ist in Ordnung. Aber hier, ne, Nachschubbewertung nichts. Einkaufsmöglichkeiten 18, wenn wir mal hier an den Rand gehen. Frei, eine, also hier sind noch Sachen frei. Hier wäre theoretisch ja sogar Personen, die könnten sogar hier hinkommen. Ich glaube hier, ihr seht, habe ich ja schon mal vor ein paar Folgen mal eine Station hier für LKWs hingesetzt. Und da müsste man jetzt mal langsam wirklich anfangen, die Gewerbe mit Rohstoffen, also mit ihrem, was sie so brauchen, zu versorgen. Das heißt Werkzeug, Lebensmittel oder Waren. So. Ich weiß, wir haben das schon tausendmal gemacht, aber wir machen das jetzt nochmal. Werkzeug, Lebensmittel oder Waren. Wo kriegen wir das her? Werkzeug, Lebensmittel oder Waren. Hier hätten wir Waren. Natürlich eine ziemlich lange
Schlange ist. Hier hätten wir Lebensmittel. Dazu bräuchten wir aber einen Bauer. Tja. Das ist, glaube ich, zu lang. Hier könnten wir Werkzeuge herstellen, indem wir hier Stahl oder Bretter hinbringen. Bretter hätten wir hier. Stahl hätten wir hier. Tja. Aber alles ganz schön. Also der Stahl nach hier ist jetzt nicht weit. Aber wir brauchen ja noch Kohle und Eisenerz. Das heißt, wir müssen von hier Kohle holen, Eisenerz holen, hier runterbringen, von hier Stahl hier hinbringen. Von hier dann die Werkzeuge und nur die Werkzeuge in die Städte fahren. Das ist alles nicht so, wie es sein sollte. Ich würde mir das ein bisschen anders wünschen. Alles ein bisschen näher beieinander. Also die Kohle wäre natürlich auch hier da. Hier hätten wir auch ein Stahlwerk, aber hier fehlt uns das Eisenerz in der Nähe. Das Ding produziert fleißig. Frage ich mich, ob wir hier noch zwei LKWs mehr einsetzen sollen bei Gelegenheit. Also das ist hier fast Potenzial sinkt sogar. Die Frage ist ja, ob wir vielleicht hier noch so eine LKW-Station aufbauen, die dann hier noch Steine holt und hier oben hinbringt. Ich meine, die Infrastruktur ist da, ne? Wir haben das, wir haben die Straße, die geführt bis hier oben hin. Sollen wir das mal noch machen, bevor wir jetzt hier, oh, guck mal, 33 von 33. Sehr schön. Gucken, ob er Hochplatz auch wieder so viele mitnimmt. Ich spring, nee, nicht ganz, okay. Ich spring gerade ein bisschen hin und her, ich weiß, aber wir machen das mal. Wir setzen mal hier hin, noch einen Busbahnhof. Nee, Busbahnhof natürlich nicht. Eine LKW-Station. Die dann hier die Industrie, M und N jetzt nutzen, hier die Industrie versorgt. Okay, hier ist eindeutig was im Weg. Die Straße braucht man nicht unbedingt. Irgendwie konnte man doch auch mit kleinere Schritte machen. Na, hab ich jetzt vergessen. So. Sehr gut. Das deckt ziemlich viel ab. Okay. Wo haben wir das Depot? Wo haben wir denn... Hier haben wir noch ein Depot. Das Straßenfahrzeugdepot. Genau, Straßenfahrzeug kaufen. Güter. 40 Tonnen. Da kaufen wir mal zwei. Und die setzen wir auf
Baumaterial und auch hier auf Baumaterial. Zack. Linie zuweisen. Neue Linie. Von hier Baumaterial holen und nach hier bringen. Perfekt. Was ist das denn da? Lade, wenn vorhanden. Achso, da haben sie, das haben sie durch Symbole ersetzt. Verstehe. Dann nennen wir das jetzt mal Baumaterial Ückeritz. Baumaterial Ückeritz. Zack. Und machen hier gleich einen Fahrzeugersatz rein. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Der ist jetzt da. Mal gucken, ob er voll wird. 10, 11. Ja, 5. Okay. Hier unten hat sich jetzt was verändert. Die kompletten Sachen stehen jetzt hier drüben, anstatt hier oben. Und hier fehlt eindeutig Stein. Das heißt, unser liebes Steinfahrzeug braucht definitiv noch neue Anhänger. 3 Jahre alt, ist also relativ neu. Zack. Fahrzeug ins Depot schicken. So, unterwegs ins Depot. Okay, das Depot ist hier. Dann kriegt der mal... ich habe 2 neue LKWs, also würde ich auch mal 2 neue Anhänger ransetzen, sicherheitshalber. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mausrad kann man scrollen, Steine und was ist denn hier? Steinbaumaterial da. Okay. Jetzt fährt er natürlich erstmal runter. Warum auch immer der das macht. Keine Ahnung. Ihr seht, hier wird es nämlich gerade ein bisschen eng. Die 2 neuen LKWs, die düsen ganz schön ab. So, okay. Ja, hier ist, wieso ist denn, hä, was ist denn das? Was ist denn das für ein... Hier ist noch was anderes drin irgendwie. Baumaterial, Baumaterial Riesa, Baumaterial Riesa 2. Wieso sind, ist denn hier Treibstoff drin? Das verstehe ich nicht. Hm. Komisch. Sehr komisch. Der ist jetzt leer wieder gefahren. Das ist schlecht. Hier wird nichts produziert. Aber jetzt kommt er mit seinen 104. Ich glaube, das ist dann auch fast das Maximum vom Zug. Man sollte dann überlegen, eher noch eine Schiene zu ergänzen, um weitere Steine zu bringen. Oh, wie schnell das hier durchnudelt, ey. Das Ding hier ist voll mit Steinen, also das Beladen dürfte jetzt wirklich schnell gehen. Boah, das Lager schon wieder leer. Naja gut, die Industrie scheint gewachsen zu sein, so rein optisch, würde ich mal sagen. Na komm, da ist er schon, der Zug. Da ist er schon. Wir könnten das hier noch aufrüsten auf Hochgeschwindigkeitsgleise anwenden.
Okay. Er sieht finanziell, sieht es momentan nicht schlecht aus. Wenn wir hier mal gucken. Treibstoff ist mal wieder... Was ist denn da schon wieder los? 29 Jahre alt. Was ist denn da los? Der ist nicht voll. Warum ist der nicht voll? Oh, das Öl dauert zu lange. Das hätte ich jetzt noch nicht gedacht, dass die Ölproduktion da so abkackt. Die Ölproduktion kommt nicht hinterher. Die Treibstoffproduktion läuft eigentlich. Also das Öl wird hier zu Treibstoff verarbeitet. Aber wenn natürlich hier das Öl nicht, obwohl wenn hier noch genug da ist. Ja, das ist ja eigentlich genug. Also das kann ich euch als Tipp geben. Fahrt niemals diese Endprodukte hier mit dem Zug ab. Das funktioniert irgendwie nicht. Das dauert immer ewig, bis die hier mal auf der, bis das Treibstoff hier drüben landet. Vor allen Dingen, wenn man halt zwei Abtransportwege hat. Vielleicht ist das auch das Problem, dass es zwei Möglichkeiten für den Abtransport hier gibt. Also wenn sich das nicht bald ein bisschen erholt, dann muss ich überlegen, hier diesen den Treibstofftransport per Zug hier rüber wegzumachen und den auf die Straße zu legen und dann hier die Straße zu nutzen, die hier schon liegt. Ne? So, Nachschubbewertung. Mal die Details. Baumaterial, super. Also theoretisch könnte die Industrie hier noch so ein bisschen wachsen. Das habe ich auch so, was ich nicht verstehe, das habe ich ja hier auch so ein bisschen angelegt, hier auf beiden Seiten vom Bahnhof, ne? Hier drüben passiert gar nichts. Hier wird überhaupt nichts gebaut. Warum? Keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich, weil die Wege dann, weil es hier noch nicht voll ist, ne? Es muss wahrscheinlich erstmal hier voll gebaut sein, bis das dann funktioniert. Aber dafür sind, ich vermute mal, Arbeitsplätze 9. Ei, keine. Aber sind alle Arbeitsplätze belegt? Gibt es Arbeitslose? Arbeitslos 2. 60, arbeitslos keine. Also Vollbeschäftigung hier fast. In diesem einen Gebäude gab es mal 2. Nee, nirgendwo Arbeitslose. Das ist ja schön. Das bedeutet aber, wir müssen dafür sorgen, dass sich mehr Menschen hier ansiedeln. Ist die Frage, ob das hiermit dann gemacht wird, ob das attraktiver macht. Was steht denn hier? Einkaufsmöglichkeiten frei? Keine. Also ist auch alles belegt. Also die Stadt könnte theoretisch... Könnte die einfach wachsen. Verrückt. Das könnte einfach wachsen, theoretisch. Sehr crazy. Frag mich, warum die nicht wächst. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Warum wächst die Stadt nicht weiter? Ich meine, infrastrukturell ist quasi ein Ring drumherum, der noch gefüllt werden kann. Ne? Ich versuche immer so ein bisschen sozusagen den Platz zu schaffen. Aber was? Guck mal, wir haben uns auch noch nie mit Flugzeugen auseinandergesetzt. Das könnte man auch mal machen. Boah! Großer Flughafen, mittlerer Flughafen. Guck mal, wie riesig der ist, so groß wie die ganze Stadt. Wahnsinn.
Wahnsinn, wie viel Platz dieser Flughafen benötigt. Krass, ey. Sehr krass. Kostet mal einfach so 12 Millionen. Die Frage ist, lohnt es sich? Was gibt es eigentlich? Güter- und Personenflughäfen? Nee. Gibt nur Flughafen mit einer geteerten Landebahn für mittelgroße Flugzeuge. Flughafen mit getrennten Start- und Landebahn für große Flugzeuge. 51 Millionen. Okay. Dazu müsste man irgendwo, sag ich mal, nochmal irgendwie so ein Konstrukt anfangen, wie wir es hier haben, mit Riesa und drum anliegenden Städten. Dann meinetwegen hier so einen Flughafen hinsetzen, zack. Der das dann miteinander verbindet, hier drüben zum Beispiel. Ich meine, hier wäre es gar nicht so verkehrt. Entschuldigung. Und zwar Rieneck, Vogelsberg, Seebad Heringsdorf und Eckolsheim zum Beispiel. Liegen nicht allzu weit auseinander. Könnte man überlegen, miteinander zu verbinden. Aber wenn wir hier sehen, Waldfrieden, Pasewalk, wie lange das wieder dauert, bis das eine Größe hat, wo der Passagiertransport sinnvoll ist. Und diese Größe muss ja erstmal, also es muss ja erstmal der Passagiertransport von den Städten, von den nahegelegenen Städten miteinander florieren, bis man dann quasi so weit entfernte Sachen machen kann. Oder man nimmt es halt dann, ich weiß jetzt nicht, wie ist das denn? Was kostet denn so ein Flugzeug? Also interessant wäre das ja schon mal. Dass man mal guckt, ob man irgendwo super, super easy irgendwelche Rohstoffe miteinander verbunden bekommt. Zum Beispiel hier. Wie nah dieses Steinding an diesem Ding ist, ne? Wahnsinn. Und dann könnte man von hier quasi dann die Ziegel abtransportieren. Apropos Ziegel, wie sieht es denn eigentlich in unserem Ziegelproblem aus? Ich frage mich, wo der Treibstoff herkommt. Treibstoff, Baumaterial, Riesa 2. Okay, Baumaterial, Riesa 2, Fahrzeuge. Fahren wir ins Depot. Dann soll der halt den Treibstoff dahin transportieren, ist mir doch was. Wo ist denn das Depot? Hier in der Innenstadt, ne? Das muss ich mir auch abgewöhnen, die Depots so in die Städte reinzusetzen. Die müssen irgendwie raus, irgendwo im Nirgendwo sein. Mein ganz am Anfang mit dem Zugdepot hier, das war erstmal soweit. War das erstmal okay. Aber grundsätzlich muss das irgendwie. Ah, ja, guck mal, der fährt in die andere Stadt. Ins Depot. Was ist das denn? Das ist auch irgendwo hier in der Stadt. Ja, mitten in der Stadt. Müsste eigentlich mal weg da. Fahrzeugdepot. Automatisch. Okay. Was hat's? Automatisch. Okay. okay. Treibstoff ist wieder so. Ich habe das schon so reduziert, ne? Und es klappt einfach nicht, dass da irgendwie genug Treibstoff ist. Das müssen wir bestimmt anders machen. Dieses Treibstoff-Ökeritz, guckt euch das an, fast 1,5 Millionen Minus macht das. Das zieht meine Bilanz. Ich meine, 43 von 60 ist ja fast noch okay. Versuche mehr Treibstoff zu transportieren, kann ich aber gar nicht. Ich kann gar nicht
die meinen vielleicht mehr Öl abzutransportieren. Aber guck mal, das ist hier die ganze Zeit bäm, 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 auf 100. Und ballert da hin und her. Wie ist das denn hier? Mal zum Vergleichen. Zack, 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 zack. Jetzt habe ich den Zug erwischt, oder? Falsch, das war's. Also hier ist immer noch zu wenig Stein, der hier ankommt. Okay. Ist jetzt die Frage, sollen wir da tatsächlich einen zweiten Zug hinsetzen? Oder ist das zu viel? Wollen wir dem Zug lieber noch die Chance geben? Dem geben wir noch zwei Waggons. Ich frage mich, wo der Treibstoff herkommt. Also, wie kommt der auf... Wie kommt der dahin auf dieses Depot, um dann, wisst ihr, was ich meine? Wie kommt der dahin? Mit Treibstoff. Güterwagen. Okay. Stein, 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 Stein. Linie zuweisen, Stein. Okay, Straßenplatz 24, das ist doch, der gehört doch zur Linie. Das ist doch die Linie, die wir neu gebaut haben, ne? Wo hier... So, 24, 25, genau, das sind die beiden. Oh, die bringen tatsächlich den Stein hier oben hin. Also das funktioniert. Okay, also wir sehen es. Baumaterial für Ökeritz, Baumaterial für Risa, Treibstoff für Risa, wo auch immer der Treibstoff herkommt, ich habe keine Ahnung. Aber guck mal, wie viel nach Ökeritz geliefert wird und wie viel nur nach Risa jetzt. Könnte man ja fast Angst bekommen, dass das Baumaterial Risa, nö, das macht trotzdem ganz gut. Was auch, wie auch immer das zu diesem Treibstoffthema hier kommt, das habe ich noch nicht verstanden. Vielleicht weil diese Industrie hier jetzt eine gewisse Größe erreicht hat oder sowas, die dann als Nebenprodukt erhöhe die Produktion, um eine Verkleinerung zu verhindern. Suche mehr Stein anzuliefern. Also wenn das immer noch nicht reicht. Naja, gut. Okay. Mit dem Thema müssen wir uns, glaube ich, noch... Also das, diese zwei LKWs, die wir jetzt nach Ökeritz ergänzt haben, die haben hier das ganze Gleichgewicht, das ganze Ding hier aus dem Gleichgewicht gebracht. Und wir müssen uns hier offensichtlich mit diesem Thema dann doch nochmal intensiver auseinandersetzen. Wir gucken mal, wir kommen jetzt hier, glaube ich, gerade so auf 0 an. Ja, okay. Also noch ein Waggon mehr. Dann könnte es passen, aber genau jetzt hat der Zug die richtige Größe. Den Bahnhof. Okay. Gut, dann an der Stelle bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.